Yeah, willkommen zurück zu Legend of Zelda im Minish Cap. Wir haben diese drei wunderschönen Damen letztes Mal gesehen und heute sprechen wir die an. Nee, heute werden wir natürlich auch ein bisschen Progress machen. Aber hier habe ich halt aufgehört und dann mache ich jetzt auch hier weiter. Genau. Ich muss mir ein ruhiges Zuhause suchen. Endlich sind wir da. Ganz schön groß, diese Stadt. In meinem Hotel wohl ist auch nicht das Wahre. Okay, ich glaube, die sind für später gedacht. Ganze Spannung für nichts. Oh Mann. Naja, ist aber auch nicht so schlimm. Aber warte, bevor wir jetzt aufhören, gab es nicht hier oben noch irgendwas? Wir sind hier nach links gegangen. Nö, aber es gibt noch einen Stockwerk nach oben. Und zwar hier. Hm. Da kommen wir aber leider im Moment noch nicht lang. Aber wir können ja auf jeden Fall schon ein paar Orte erkunden, wo wir beim letzten Mal ein paar Fragmente für eingetradet haben. Für. Zum Beispiel gibt es hier oben. Moment. Hier oben was zum Suchen. Oh, jetzt möchte ich leider gucken, wo war denn das andere? Hier! Nee, warte, das hatten wir schon. Oder? Ich meine, das hatten wir sogar schon. Dann war das doch ein anderes. Egal, ich gehe mir wieder auf ein bisschen Erkundungsjagd und dann sehen wir uns, wenn ich was gefunden habe. Ach, hier drüben im Wald war es. Ah. So, angekommen. Können wir hier drüben, jetzt wo das Wasser endlich weg ist, hier in diesen Brunnen hinein. Für ein kleines, aber feines Herzteil. Ja. Was? Wer ist das denn? What the hell? Ich bin hier gerade bei Links Haus. Ne, da wo wir schon mal eine Höhle hatten. Den habe ich hier noch nie bemerkt. War der schon die ganze Zeit da oder ist er erst seit kurzem dort? Wer bist du denn? Grüne Mütze, grünes Outfit. Bist du vielleicht eine Fee? Hm, wie schön, wie schön. Ich will auch eine Fee werden. Ich habe ein Glücksfragment. Du auch? Wollen wir ein Fragment rein? Okay, dann lass uns mal ein Fragment vereinen. Wir tanzen es. Mr. Tingle heißt er. Der gute alte Tingle. Das hier. Yes, wir haben es. Okay. War mir gerade nicht sicher. Was Wunderbares soll passieren? Da bin ich doch mal gespannt, wo denn. Das ist da, wo ich gerade war. Das ist nämlich da beim Schloss. Yep. Den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Nee, warte, so weit ist das nicht. Ja, passt perfekt zusammen. Jetzt kann ich eine Fee werden. Du musst noch 96 Glücksfragmente finden. Der Such hat gerade begonnen. Ist noch ein weiter Weg. Alter, was? Meinst du das ernst? So lange dauert das noch, bis ich alles habe, oder wie? Das kann er doch nicht ernst meinen. Das dauert doch viel zu lange. Naja, aber auf jeden Fall können wir hier oben lang durch die ganzen Gegner durch. Durch die durchrollen, wenn man es schafft. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Hier hat es zum Beispiel geklappt. Und dann können wir hier unten unsere Belohnung abholen. Und zwar... Oh, ein Glücksfragment. Ich dachte, da wäre irgendwas krasses. Okay, egal. So. Also, soweit es auf der Karte so scheint, sollte... Ja, doch, doch, hier ist es. Okay. Hier ist die Höhle. Und hier wohnt jemand. Nee, doch nicht. Musik, da hat mich gerade was denken lassen, dass hier jemand wohnt. Feuer! Ein Glücksfragment! Und jetzt? Jetzt ist hier Feuer. Okay, schön, gut. Das war's. Okay, scheinbar gibt es hier in jedem Baum einen Eingang, wo man irgendwo hinkommt und irgendwas bekommt halt. Na gut, damit haben wir jetzt aber alles, was wir bisher abchecken konnten, abgecheckt. Ich kann noch mal zurückgehen zum Minischdorf. Und gucken, ob da noch jemand traden will. Ja, jetzt mittlerweile weiß ich ja, dass sie traden wollen, wenn sie eine Sprechpause haben. Und dann schaue ich mal nach. Oder ich schaue hier nochmal nach, ob hier noch jemand ist, der traden will. Ah, er will traden. Frag meine Verein. Gut, mal sehen, ob sie passen. Ah, verdammt. Ich habe aber leider nichts für ihn. Nee, doch. Aber was, doch, das passt? Oh, sah aber nicht so aus. Ah, habe ich nochmal Glück gehabt. Mr. Fremder hat... Wir tauschen können. Das ist direkt beim Haus wieder. Da spawnt... Das war keine Kiste. Was ist das denn?
Was gesagt, hoffentlich passiert was Gutes. Was ist das denn? Hm? Okay. Den Hund kann ich ja immer noch nicht wegschieben hier. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Das Einzige, was mir hier noch in der Stadt einfallen würde, wäre halt noch die Bäckerei. Weil in der Bäckerei kann man sich ja Brot kaufen und da sind da Fragmente drin. Aber halt, das lohnt sich, glaube ich, nicht unbedingt. Vor allem habe ich jetzt gar kein Geld, aber halt, hat sich das überhaupt... Wo war das überhaupt? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ah, der... Ist es der Bürgermeister? Auf jeden Fall, der Typ hier in diesem Haus möchte auch nochmal ein bisschen traden. Alright. Ja, hier. Direkt gesehen. Tschu. Hager heißt er. Hager. Was wohnt da? Ah, Wasser geht weg. Wo ist das? Bei der Farm? Ach, verdammt, da komme ich ja noch... Ich glaube, da komme ich noch gar nicht hin. Ich kann es versuchen, weil ich sehe, man kann da oben rum, aber ich glaube, das geht nicht. Das war nämlich... Nicht hier. Nicht hier. Hier. Oder? Irgendwas war da, dass wir da nicht durch konnten. Aber okay, ich kann es ja nochmal versuchen. Weil... Langsam gehen mir halt die Optionen aus wieder. Und das wäre natürlich dann kritisch. Lass mal sehen, warum es nicht ging. Huh! Das Tingel! Aber er ist pink? Okay, nee. Schaut, das ist hier so eine... Das geht andersrum lang. Ich kann da mal gucken, ob ich hier noch irgendwas bewirken kann, aber ich glaube nicht. Hä? Cutscene auf einmal. Was zum... Er ist eingeschlafen. Oh Gott. Aber hey, seine Schuhe sind runtergefallen. Sind das etwa die Schuhe, die ich glaube, die sind? Hallo? Schläft. Okay, ich kann mit den Schuhen nicht interagieren, aber ich kann mich hier verwandeln. Ach, und die Schuhe verschwinden dann. Ah, jetzt kommen wir hier auf seinem Schreibtisch. Ah. Und hier sind ganz viele blaue Minisch. Hallo, bist du vielleicht mal der Mensch für den Melter, das Schwert überarbeitet hat? Du bestreitest Abenteuer, um Zelda zu retten, nicht wahr? Toll, siehst du aus. Ich würde auch gerne Abenteuer bestehen, aber ich muss Schlumm bei der Arbeit helfen. Du musst Pegasus-Stiefel, das trifft dich gut. Ja, richtig. Wir haben gerade ein paar fertig gemacht. Ein Schlumm schlief. Aber Schlumm muss den Schuhen noch den letzten Schliff geben. Wenn Schlafen mit dem Schlumm erstmal eingeschlafen ist, wacht er nicht mehr auf. Willst du ihn aufwecken, solltest du mal zum Laden der Hexe Syrup gehen. Ihr Laden ist auf der Marktkarte markiert. Ganz oben im Wald. Aha, aber cool, jetzt komme ich zumindest mal weiter. Okay, gut, ich hätte auch ein bisschen drauf kommen können. Wir brauchen Schuhe, gehen wir zum Schuhmacher. Okay, sage ich nichts gegen. Hätte drauf kommen können. Aber deshalb wollte ich auch mal nachschauen. Ob wir hier was bewirken können. Okay, wo ist das? Das Haus habe ich schon mal gesehen. Das ist so ein so seltsames pinkes Haus. Ich weiß aber überhaupt nicht, wie ich da hinkomme. Man kommt da von oben hin. Also von hier. Aber um da hinzukommen... Was mache ich da? Ich kann da durch das Blaue kann ich nicht durch. Das ist Wasser, da... Ich kann nicht schwimmen. Und von... Hier oben aus geht natürlich auch nicht. Hier gibt es keinen Weg für mich irgendwie. Ich muss schwimmen können. Hm? Haben die noch was anderes zu sagen? Weck ihn schnell auf. Wir machen auch die Schuhe für dich dann. Der Hexe Syrup wohnt im Norden des Tyluria-Waldes. Ja. Und der da schläft. Okay, ich mache mir mal ein bisschen schlau. Okay, angeblich kann man... Tatsache. All diese Vasen kann man umdrehen, um kleiner zu werden. Mir fehlt tatsächlich nämlich ein Item. Und dieses Item kriege ich hier in der Hyrule-Stadt. Ups, das wollte ich nicht. Kann ich bitte wieder zurück klein werden? Danke. Ja, also sobald ihr diesen Zauberstab habt, könnt ihr die Dinger umdrehen. Und dann als kleiner Minischling rumlaufen. Yay! Weiß nicht. Muss man halt ausprobieren, schätze ich, aber... I don't know. Warte, was? Ich kann mit dem kleinen Huhn traden? Du verschwemmte Feind! Gag! Machen wir! Was zum Teufel? Küken! Hier! Was? Ich kann mit ihm nicht traden.
Okay, den müssen wir uns merken. Doch nicht Gark, ach Kinder Gark. Okay, dann müssen wir nochmal zurückkommen zu dem Küken, sobald wir was haben, was er haben möchte. Jetzt können wir hier lang. Hey, neues Bereich, neuer Bereich hier. Hier waren wir noch nicht, weil der Hundi im Weg war. Warte, was, wenn wir traden, wenn wir klein sind? Moment, wuff, wo sind wir? Wenn wir klein sind, können wir mit Hunden reden oder generell mit Tieren reden. Das wäre das exakt gleiche wie das Küken. Das ist doof. Hier können wir rein. Was bist du denn für einer? Wie der aussieht. Hallo. Kann ich mit reden? Nee. Ich kann aber hier hoch. Ach, hallo. Kennst du den geheimen Spruch, der zum Schatz führen soll? Über den reißenden Strom führt eine schmale Brücke. Dann vorbei an den großen Wesen, neben einem wilden Wasserfall, ist der geheime Eingang zu dem Ort, an dem der Schatz verborgen ist. Soll ein Werkzeug sein, mit dem wir mindestens riesige Dinge schieben können. Denn die Legende zufolge muss man von diesem Haus aus losgehen. Okay, warte, was, wo lang? Über den reißenden Strom, also über die Brücke, über ein großes Wesen, beim Wasserfall, und dann ist ein Eingang. Okay, ich versuch's mir mal zu merken. Genau, hier ist eine Leiter, mit der wir dann oben zu der Brücke hinkommen, oder? Ich glaube, diese Schränke kann man schieben, wenn man groß ist. Da muss ich nochmal kleiner werden. Kann das sein? Jetzt im Moment komme ich noch nicht hoch. Okay. Aber das merke ich mir. Kann ich hier noch irgendwas machen? So ein ganz kleiner Minisch. Hi. Oh, da bist du über die Brücke gekommen? Ganz schön schmal diese Brücke, was? Ja, richtig. Na gut. Was können wir denn noch anstellen? Was können wir noch so böse Taten tun hier? Da oben. Da komme ich nicht lang. Hey, Kleiner. Dieses Loch ist merkwürdig, oder? Wie kommen wir dann noch rüber? Ja, muss man von oben langkommen, denke ich. Warte, was? In diesem Haus gibt es auch noch mal was? Ich komme nicht. Hallo? Oh, das ist dumm. Ich muss den ganzen Weg außen rum wieder gehen. Aber habt ihr gesehen, bei dem Haus gab es oben noch so eine kleine Brücke, die man als Minischling betreten kann. Zwar, warte, hab ich das übersehen oder komme ich da noch nicht dran? Nee, wie soll ich denn hier an irgendeine... Da oben? Ah, nee, warte, hier! Hier ist ein Aus... Oh, hier wohnt noch jemand, okay. Oh, die sehen aber süß aus, die beiden. Das muss keinen auf uns drauf treten! Dieses Café ist so lebendig, man hört die unterschiedlichsten Geschichten. Ihr seid nicht hilfreich. Hier gibt's gar nichts. Und wie komme ich da hoch? Oder runter? Ist das vielleicht ein Rückweg? Kann ich das Ding hier schieben? Ja. Ah! Macht Sinn! Hier ist eine Leiter. Wer hat die, auch warum er der hingebaut hat, wahrscheinlich Minisch. Wo sind wir denn jetzt? Hallo? Ei, das duftet jetzt ja wunderbar. Du willst dich wieder vereinen? Ja, gerne. Nee. Ja. Badababam. Das funktioniert. Ja, 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 ja. Ja, wo ist das denn? Ist das oben beim Schloss? Kann das sein? Ja. Ja, das ist oben beim Schloss. Okay. Ja, wunderbar. Hoffentlich passiert was Gutes. Hoffe ich auch. Hey, die rote Mütze, der Waldmännisch gefällt mir. Ich kann auch noch tauschen. Ja? Kannst du das? Nee, nicht mit mir. Leider habe ich nichts für ihn. Ich muss mir die alle immer merken, vor allem. Okay, bisher sind es nur die Tiere auf Hyrule und der Typ da. Hey, die blaue Mütze, der Schatzmännisch gefällt mir. Ach so, stimmt, das sind die die roten Mützen sind die Waldmännisch, die blauen sind die Stadtmännisch. Aha, die wohnen hier zusammen. In der Stadt ist richtig was los. Wir können alle traden. Aber leider nicht mit mir. Ah doch, der kann noch mit mir. Der Waldmännisch. Bling. Was zum... Aber das habe ich doch schon. Das war, oh, aber auf der linken Seite, da komme ich noch gar nicht lang. Ja, wunderbar. Ja, da komme ich noch nicht lang, leider. Die sind alle so schick hier. Ja, wenn es euch hier gefällt. Schaut mal hier, man kann hier von...
ja. Dass wir da keinen Schaden genommen haben, finde ich lustig. Aber ja, man kann von da oben alles sehen. Und man kann scheinbar direkt wieder runterfallen. Ups. Das wollte ich nicht. Die Waldmühle sind gerade zu Besuch. Richtig. Lecker, lecker. Nom, 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 nom. Und können wir raus? Ah, und dann sind wir auf der Brücke. Aber von hier können wir nicht runterfallen. Okay, na gut. Aha, hier sind Gegner. Hier sind gefährliche Burschen. Du, 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 du. Kurz ein bisschen das Dreck wegsaugen, vielleicht hilft das. Schwinde! Runtergefallen. Ich bin jetzt die Menschen Bakterien. Sind nicht meine Probleme? Ist nicht meine Schuld? Nein. Ich mache nur meinen Job. 10 Muscheln, wo wir immer noch nicht wissen, wofür die überhaupt da sind. Tschüss. Ach, nicht so einer. Komm, verschwinde. Okay, da oben können wir noch lang. Ist hier noch irgendwas? Kann ich das schieben? Passiert dann was? Nee. Na gut, aber das ist echt interessant hier. Oh, wir sind beim Shop. Warte mal. Na nur, ich könnte schwören, dass da jemand ist. Ist nur Einbildung. Ja, ist nur Einbildung. Haha, genau. Ist nur Einbildung. Ich bin gar nicht hier. Na nur, es ist doch jemand. Auf einmal bist du hier hinten. So geht das nicht. Einfach hier reinkommen, mich erschrecken. Eieiei, kennt das? Da ist nicht verkäuflich. In der Flasche ist das Futter für meinen süßen hohen Schnappzu. Wie, du willst die Flasche unbedingt? Was mache ich nur mit dir? Gut, dann geh doch zu meinem Haus und gib den kleinen Schnappzu sein Futter. Dann schenke ich sie dir, in Ordnung? Einverstanden. Oh, sehr gut, dann bitteschön und vielen Dank. Hundefutter erhalten. Das ist aber leer. Egal. Bring es doch gleich zum Hund. Hab mein Haus auf deiner Karte markiert. Irgendwo, wo wir noch nie waren. Irgendwo. Irgendwo. Irgendwo nirgendwo. Ja? Was soll denn das, Mann? Kann ich jetzt bitte hier durch? Hallo? Bring her, was du kaufen willst. Ja, toll. Theoretisch könnte ich doch das hier auch umdrehen, oder? Ja. Aber bringt mir halt nichts. Aber kann ich theoretisch machen. Okay. Na gut, dann fahre ich jetzt mal. Ah ne, hier darf ich nicht runterfallen. Geht euch durch. Haha. Ich ignoriere euch. Na gut, dann schaue ich mich noch mal ein bisschen um, um zu gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Ah ja, bei diesem Haus sieht man sofort, dass man hier als kleinen Minischling rumlaufen kann. Oh, wir traden. Hä? Hatten wir das nicht schon mal gemacht? Nein, keine Ahnung. Können wir einfach machen. Dem Gernhund. Der mag nämlich Hunde gern. Steht ihr? Aha, ich weiß sogar, wo das ist. Und da spawnt ein Loch, wo wir runterfallen können ins Minisch. Ja. Darum kann ich mich ja dann auch mal kümmern. Demnächst. Aber erstmal werden wir jetzt zum ganz, ganz kleinen Linky. Und der süße kleine Linky, der guckt sich erstmal hier noch mal ein bisschen um. Eventuell kann der kleine Linky nämlich noch was unternehmen oder irgendwas machen. Auf die Brücke kann ich nicht, oder? Ich kann auf die Brücke. Ja, okay, dann machen wir nichts. Ja, okay, ich glaube, das ist einfach nur ein weiterer Ort zum kleiner werden, oder? Gibt es hier irgendwas zu tun? Kann ich irgendwas machen? Das kleine Linky hier? Kann ich durch die Lücke lang? Toll. Gibt es irgendwas anderes noch? Nee, da kann ich nicht lang. Das ist angeblich eine Stufe zu hoch. Ah, was? Hier kann ich lang. Hier hochklettern. Komm schon, irgendwas muss es doch jetzt bringen, hier hochzuklettern. Oder? Irgendwas? Kann ich die Kinder erschrecken? Ah ne, ich komme da gar nicht lang. Hallöchen. Ey, der schubst mich weg. Die NPCs schubsen einen weg, wenn man klein ist. Oha. Nicht nett. Wieso kann ich kleiner werden und hier hochgehen, wenn ich hier oben nichts machen kann? Also mal, jetzt mal ohne Witz. Wieso geht das, wenn ich hier nichts tun kann? Hm? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, hier unten ist noch eine Lady. Ich habe Angst vor Gespenstern. Sie sehen zwar nett aus, aber trotzdem. Hast du keine Angst? Achso, wegen dem Gespenst hier. Oh. Nee, eigentlich nicht wirklich. Kann ich hier lang? Nee.
Nö, dann glaube ich, sind wir erstmal fertig mit der Stadt. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht zu tun. Stimmt, was ist das hier eigentlich? Ein Teleporter! Also vom Sprite her würde ich niemals denken, dass das ein Teleporter ist. Aber okay, wir kriegen zwei Geschenke. Ein Fragment und ein Fragment. Zweimal das gleiche. Was war nochmal? Ich glaube, die Tiere? Ah, vielleicht ist es für die Tiere. Und für den einen Minisch. Hi, Kumpel. Na sowas, Besuch. Eine seltene Ehre. Wie bist du überhaupt hierher gelangt? Gute Frage, weil du am Eingang stehst. Oder ein Ausgang? Wo bin ich hier überhaupt? Keiner glaubt mir. Ich habe gesehen, wie ein Geist Opa befallen hat. Okay. Darf ich erfahren, wo ich bin? Wie bin ich von da unten nach da ganz oben gelangt? Aber hey, warte mal, das könnte mir sogar helfen eventuell. Nee, Don, ich komme nicht raus. Er hat den Eingang versperrt. Trotzdem, drei Fragmente insgesamt erhalten. Nicht schlecht. Wer hätte gedacht, dass Opa Gast so krank wird? Er war immer so gesund. Vielleicht ist er von einem bösen Wesen besessen. Ja, ist er, von einem Geist. Als ich noch jung war, nannte man mich Geist und den Windstoß. Ich war fast ein wenig berühmt. In letzter Zeit fühle ich mich irgendwie so schwer. Ich kann nicht aufstehen. Irgendwie müssen wir ihm helfen. Aber ich glaube, das ist Zukunftsmusik hier. Merken wir uns diesen Ort, diesen Teleporter und kommen ihn andermal zurück. Eventuell ist der Teleporter auch wirklich nur dafür da, dass man sich halt relativ früh im Spiel die ganzen Fragmente sammeln kann. Ansonsten halt nichts, ne? Ich muss zwar immer hin und her und hin und her rennen in diesem Spiel, aber zumindest ist diese Welt, diese Map-Karte hier nicht so groß. Also es geht eigentlich noch. Genau, hier beim Minischwald, bin ich den langen Weg lang gegangen, ist auch egal. Gibt es eine Kiste mit einem Glücksfragment. Okay, man kriegt gefühlt immer Glücksfragmente, aber es gibt auch super viele von denen. Und, ich meine, ups, wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir doch mal, ob wir mit irgendwem traden können, oder? Irgendwer möchte doch bestimmt unsere Fragmente haben. Alter. Geht doch. So, irgendwer will doch bestimmt unsere Fragmente haben. Habe ich recht oder habe ich recht? Hä? Da war doch jetzt gar kein Wasser mehr. Nee, komisch. Na, ich guck mich mal ein bisschen um, vielleicht finde ich ja was. Ein Fragment hier im Wilden gefunden. Cool. Aber wir haben noch keine Ahnung, wo ich lang muss. Oh, hinter links Haus gibt's auch nochmal so einen Stein, den wir, glaube ich, zerstören können, oder? Wie war das nochmal? Mit Reden? Tree der heiligen Macht, das Windesflügel mögen nur noch dich tragen. Genau. Oh, schau ich das einmal! Ja. Keine Ahnung, was sie machen, aber bestimmt ist das wichtig. Also, zeige ich es bestimmt nochmal. Ja, mal gucken. Oh. Die Alte hier möchte auch nochmal tauschen. Okay. Glücklicherweise habe ich was für sie. Bling, Camilla. Ach, da war ich doch gerade. Ach, come on. Teleporter? Kiste. Ich war... Okay, da war ich jetzt nicht, aber ich war vorhin halt sehr in der Nähe. Muss ich mal den ganzen Weg zurücklatschen. Oh, die möchte auch noch. Klar, hier kriegst du auch noch mal. Bitteschön. Ich habe ja genug für euch alle. Letitia, hab ich noch nie gehört den Namen. Das ist auf... Kann ich da hin? Das ist oben im Schloss. Ein Gegner. Was zum... Ja, da kann ich hin, aber... Und ein Gegner? Will noch jemand? Bevor ich es dann lasse? Nee, okay. Aber ich würde sagen, Leute, ich sehe gerade, wir nehmen schon lang genug auf. In der nächsten Folge schauen wir uns dann die ganzen Sachen an und ich zeige euch dann noch meine letzte Idee, die ich hätte, um hier weiterzukommen. Also seid dabei und bis zum nächsten Mal. Like da lassen, Sub da lassen und seid doch dabei. Yeah. Yeah.